Und damit willkommen zu einem neuen Video der Frage. Heute mal zu den stärksten 21 Charakteren des Star Wars Legends Universe. Ich habe bereits die 21 stärksten kanonischen Charakter aufgezählt. Heute ist der Legends-Bereich dran. Und vorab, es war wirklich ein Kampf. Diese Liste ist sehr verwirrend, sehr widersprüchlich und das ist der Legends im Allgemeinen auch. Es sind sehr viele Falschinformationen im Umlauf und wer erwartet heute Charakter wie Starkiller oder Vigietier vorzufinden, der hat sich mies geschnitten. Allerdings haben wir hier auf jeden Fall den ein oder anderen bekannten Charakter, allerdings auch den ein oder anderen eher unbekannten, die allerdings auch schnell erzählt sind, dafür aber auch gut erklärt. An der Stelle nochmal danke an Julian, der mit mir gemeinsam diese Liste kreiert hat, wie immer. Es war wirklich ein Kampf. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies gerne nachholen und natürlich auch ein Like hinterlassen. Wenn ihr ganz cool seid, könnt ihr sogar Mitglied werden neuerdings. Und damit würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit Platz 21. Auf Platz 21 ist der Zabrak Savage Opress. Er war stärker als Darth Maul während Episode 1 im Kampf gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan und war Maul bis zu seinem Tod in der Macht überlegen. Er hat eine verhexte Rüstung, welche ihn vor Blasterschüssen und weitestgehend vor Lichtschwertern schützt. Und zudem eine verstärkte und erhöhte Muskelkraft und Geschwindigkeit. Zudem scheint es so, als wäre sein Potenzial erweckt worden bzw. getriggert worden. Diese Macht verlor er auch bei seinem Tod. Er war Schüler von Ventress, Dooku und Maul, welcher ihn als einziger ausbildete. Er besiegte Adigalia sowie weitere Jedi, konnte sich mit Anakin und Obi-Wan duellieren. Allerdings war sein Lichtschwertkampfstil nicht besonders gut und somit auch seine größte Schwäche, welche ihm nicht nur ein Arm, sondern letzten Endes auch gegen Sidious sein Leben kostete. Auf 20 ist General Grievous, der ehemalige Kriegsherr der Kalish. Er konnte in Sekundenschnelle einen Kampfstil erraten und konnte alle 7 Lichtschwertkampfstile und wurde sogar von Sidious als Bedrohung erachtet. Er wurde von Count Dooku trainiert. Und zudem duellierte er sich öfters mit Obi-Wan sowie weiteren Jedi und Padawanen, welche er tötete. Er setzt vor allem auf den Überraschungsmoment und natürlich auch die Angst, welche die Gegner verspüren. Zudem ist er als Cyborg sehr widerstandsfähig, verspürt größtenteils keinen Schmerz und ist zudem selbst ein sehr erfahrener Krieger durch seine Zeit auf Kali. Auf Platz 19 ist der ehemalige Rivale von General Grievous, Obi-Wan Kenobi. Dieser ist ein eher unterdurchschnittlicher Jedi, zumindest wird er so beschrieben, ist es aber wahrscheinlich nur vom Potenzial, denn was er aus sich gemacht hat, ist beeindruckend. Er ist der Meister von Form 3, dem Suresu. Er besiegte letzten Endes Anakin, als er durch den Konflikt geschwächt war, konnte mit Dooku mithalten, besiegte einige Male Grievous als auch Maul und letzten Endes hätte er sogar auf dem Todesstern Vader mit einem Machtschub ausschalten können, entschied sich aber bewusst dazu, sich besiegen oder halt töten zu lassen, um eins mit der Macht zu werden. Zudem gehört er wohl zu den intelligentesten Taktikern und hat sich auch im Krieg bewährt. Auf Platz 18 Darth Maul. Dieser hatte dasselbe Potenzial wie Sidious und hatte eine harte Ausbildung hinter sich, wobei er die 7. Lichtschwertkampfform, das Jujo, lernte und diese nahezu perfektionierte, sowohl im einhändigen als auch im zweihändigen Jar-Kai-Stil und perfektionierte zudem auch den Kampf mit der Doppelklinge. Er konnte mit Savage gemeinsam eine Armee mit einem Machtschub ausschalten, besiegte einige Male Obi-Wan und war zudem ein Schüler, der Sidious durchaus hätte übertreffen können. Und zudem hat er auch mit den größten Hass unter allen Sith und ist dahingehend sehr weit oben und
hat auch durch Mutterteilchen mehr oder weniger sein Potenzial wiederhergestellt bekommen, auch wenn der Verlust am Potenzial durch den Verlust von Gliedmassen im Legends sowieso teils sehr widersprüchlich und ungeklärt ist. Platz 17, Mace Windu, der Bad Motherfucker. Er konnte Brüche in der Macht sehen, perfektionierte Form 7, allerdings das verpaart die von ihm eigens kreierte Kampfkunst, wobei er die Stärke dunkler Machtnutzer in seine eigene Stärke umwandeln konnte, war neben Yoda und Anakin der zweit- bzw. drittstärkste Jedi gegen Ende der Klonkriege, zumindest im Orden, und zudem kämpfte er gegen Sidious, allerdings hat Sidious zumindest im Legends das Ganze mehr oder weniger herbeigeführt und wollte diese Situation schaffen, um Anakin zu täuschen. Dennoch ist Mace Windu ein sehr erfahrener Kämpfer, der auf jeden Fall seinen Platz in der Liste verdient hat und definitiv ein Comeback verdient hätte. Auf Platz 16 ist Meister Dooku. Er konnte mit Yoda bestätigt gleich auf kämpfen und war wirklich ebenbürtig. Er besiegte Mace Windu mit einer mittleren Schwierigkeit und besiegte Yoda in einem Trainingskampf, als er noch Meister war. Er war zudem der beste Lichtschwertkämpfer des Ordens und konnte Obi-Wan und Anakin gleichzeitig bekämpfen. Zudem war er der wahrscheinlich beste Anwender von Form 2 Makashi und zudem auch ein sehr alter und weiser Kämpfer, der die dunkle Seite mehr oder weniger zu seinem Vorteil nutzte und zudem auch ein guter Politiker war, der leider letzten Endes den falschen Pfad bestritt und irgendwie auch getäuscht wurde. Auf Platz 15 ist Mava Telsin. Man muss sagen, sie befand sich zwar auf einem Machtnexus der dunklen Seite, allerdings war sie durchaus sehr mächtig. Unabhängig davon konnte sie sich auch mit Mace Windu duellieren und konnte natürlich auch ein ebenbürtiges Duell mit Sidious bestreiten, hat unglaublich mächtige Machtblitze, konnte auch eine Art Machtschild erschaffen und zudem auch mehrere Droiden zerstören, sowie auch eine Art Sith-Alchemie nutzen und somit auch Beine für Maul kreieren, schmieden, wie man es nennen will, aber auch die Rüstung von Savage und konnte quasi das Trauma von Maul beheben und sein Potenzial wiederherstellen, als auch eben Savage-Potenzial erwecken und ihm somit ermöglichen, auf sein Potenzial zuzugreifen. Und zudem verpasste sie ihm auch diese äußerst mächtige Rüstung, durch welche Savage lange Zeit auch einen großen Vorteil hatte. Darüber hinaus ist sie im Zweikampf nicht allzu mächtig, da sie eben keine gute Schwertkämpferin ist. Allerdings macht sie das mit ihrer Stärke in der Macht und vor allem ihren sehr mächtigen Machtblitzen definitiv wett. Allerdings hat Darth Maul tatsächlich insgesamt doch das höhere Potenzial, denn Sidious entschied sich gegen sie als Schülerin. Auf Platz 14 Großmeister Yoda. Er war natürlich der älteste Jedi-Meister im Orden und der Großmeister, Meister der vierten Lichtschwertkampfkunst Ataru, konnte sich durch die Macht sehr schnell fortbewegen und akrobatische Bewegungen durchführen. Zudem war ja Sidious trotz dem Boost der dunklen Seite durch die Order 66 nahezu ebenbürtig und unterlag nur knapp. Darüber hinaus waren natürlich Kampfdruiden für ihn gar kein Problem. Er bildete zahlreiche Jedi aus, darunter auch Jedi wie Count Dooku, die tatsächlich sein Padawan waren. War bei der Schlacht von Geonosis dabei, stellte sich Dooku in den Weg, kämpfte wie gesagt gegen Sidious, bildete Luke aus, er wurde zu Machtgeist. Es ist Yoda, das muss ich glaube ich niemandem erklären. Platz 13 und damit die Unglückszahl passt ziemlich gut zu Legends Vader. Allerdings ist hierbei von Nightfall Vader die Rede, also beim Sturm auf den Jedi-Tempel, quasi der Vader, der eigentlich immer als Anakin bezeichnet wird. Er war stärker als alle Sith vor ihm zusammen und war auch stärker als alle Jedi seiner Zeit. Er war Meister der fünften Lichtschwertkampfform Jim So, kannte aber auch alle anderen Formen, wurde stärker durch den Fall der Jedi während der Order 66, bis er durch den Konflikt gegen Obi-Wan verlor. Davor konnte er auch Dooku bezwingen und war an zahlreichen Schlachten beteiligt,
bildete Ahsoka aus. Auch zu Anakin muss ich nichts sagen, außer dass die Schwäche von Rüstung Vader in Legends mehr als unlogisch ist, aber das habe ich glaube ich schon mehr als oft genug erklärt. Auf Platz 12 Darish Vol, ein Charakter, den ich nicht wirklich leiden kann, aber stark ist er. Abelov vergleichte seine Macht mit der von Großmeister Luke und er war das mächtigste Mitglied des verlorenen Stammes der Sith. Darüber hinaus ein sehr langweiliger Charakter, wenn ihr mich fragt, aber da er mächtig ist, muss er definitiv in diese Liste aufgenommen werden. Platz 11 ist Jacen Solo, aka Darth Cadus. Er hat Mara Jade getötet, außerdem wollte Sidious seinen Körper haben, was zeigt, dass er ein ähnliches bis überlegenes, wahrscheinlich überlegenes Potenzial hat. Und zudem löschte er das Gedächtnis von Ben selektiv, als er noch nicht auf seinem Zenit war. Er zerstört außerdem beiläufig eine Illusion von Lumia und wurde von Luke ausgebildet, welcher der einzige sein soll, der dazu in der Lage wäre, ihn aufzuhalten. Auf Platz 10 Imperator Palpatine aka Darth Sidious. Er beherrschte die Essenzübertragung und konnte Machtstürme entfesseln. Außerdem war er dazu in der Lage, das Raumzeitkontinuum zu zerreißen. Es brauchte die Macht aller verstorbenen Jedi, um ihn daran zu hindern, aus dem Reich der Toten direkt zu entfliehen. Und er meisterte alle 7 Lichtschwertkampfformen beidhändig. Darüber hinaus ist er natürlich sehr mächtig, lenkte die Klonkriege auf beiden Seiten, hätte Windu besiegen können, besiegte Maul und Savage gleichzeitig und ich glaube bei Sidious erklärt sich der Rest von selbst, aber es ist ja immer noch der Imperator. Auf Platz 9 Luke, der sogar doppelt so stark sein soll wie der Imperator, der Großmeister des neuen Ordens und mächtigster Jedi aller Zeiten. Achtung Spoiler, es kommen keine Jedi mehr. Er konnte gemeinsam mit Darth Krayt Abelov besiegen und hat dasselbe Potenzial wie Anakin. Er konnte Sterne zerstören, also quasi wie die Sonne, und durch Lava streiten, während er sich mit Monstern duelliert. Im Lichtschwertkampf war er zudem auch begabt und sogar Vader ebenbürtig, auch wenn man sagen muss, dass das hier wohl das unbeeindruckendste an Luke ist. Aber die Tatsache, dass er doppelt so stark wie Sidious sein soll, ist glaube ich schon Argument genug. Und dass er Sterne zerstören kann, sowieso. Auf Platz 8 ist Sarasu Talon, ebenfalls sehr mysteriös. Er hat den mächtigsten Jedi Luke Skywalker telekinetisch dominiert und war schneller, als dieser reagieren konnte. Nachdem er im Becken des Wissens badete, gab es eine Erschütterung der Macht, die durch ihn ausgelöst wurde. Darüber hinaus scheint er mit dem Lichtschwert nicht besonders begabt zu sein, ist aber wie gesagt in der Macht sehr stark und stärker als Luke. Allzu viel über ihn wissen wir nicht, zumindest nichts, was heute nennenswert wäre. Auf Platz 7 Darth Krayt, er konnte von seinem ganzen Körper aus Machtblitze absondern und ist der mächtigste Sith des neuen Ordens und zudem der mächtigste Machtnutzer der gesamten Galaxis, somit auch Luke überlegen. Er konnte Yuuzhan Vong mit Machtblitzen töten, was als fast unmöglich galt. Er konnte außerdem Machtblitze blocken, die dicke Wände durchdringen und wurde zur Verkörperung der dunklen Seite der Macht. Sein bloßer Machtblitz ist eine Bedrohung für Großmeister Luke. Auf Platz 6 sind die sehr ominösen Machtpriester. Diese symbolisieren die Wut, die Freude, die Gelassenheit, die Trauer und die Verwirrung, diese sind Geschöpfe der Macht und bestimmen zudem, ob man zum Machtgeist wird, haben Yoda ausgebildet und sind halt eben Wesen der Macht und stehen irgendwo über den Dingen. Zudem kann man eigentlich auch die Machtgeister mit ihrer Macht irgendwo gleichsetzen, je nachdem wie stark man sie einschätzt. Ich würde davon ausgehen, dass die Machtgeister die ungefähre Stärke erreichen, die man erreichen würde, wenn man sein volles Potenzial ohne Einschränkungen nutzen kann. Allerdings ist das im Legends nicht ganz geklärt, aber ich kann mir das hierbei gut vorstellen. Aber
Aber ja, wie dem auch sei, ich habe mich doch dazu entschieden, den Machtpriestern Platz 6 zu geben, da es bei ihnen eindeutig ist, wie mächtig sie sind. Und deshalb habe ich bei den Machtgeistern eher ihre Stärke zu Lebzeiten genommen. Ja, was soll ich euch sagen? Auf Platz 5 die Tochter. Sie ist die Verkörperung der hellen Seite, ist ihrem Bruder, dem Sohn, ebenbürtig. Sie kann sich in eine tierische Gestalt verwandeln. Und Anakin nutzte ihre Lebensenergie mit der Fähigkeit Force Drain, um Ahsoka das Leben zu retten. Auf Platz 5 der Sohn, die Verkörperung der dunklen Seite. Auch er kann sich in eine tierische Gestalt verwandeln, rote Machtblitze nutzen, ist intelligent, manipulativ, symbolisiert die dunkle Seite. Und sie sind jeweils halb so stark wie der Vater. Allerdings müsste eine Partei die Stärke des Vaters erreichen, wenn die andere stirbt. Somit wäre der Sohn, wenn die Tochter stirbt, dem Vater ebenbürtig. Aber so alles in einem sind sie sich ebenbürtig. Aber weil die dunkle Seite eben vor nichts Halt macht, ist eben der Sohn etwas gefährlicher. Auf Platz 3 Abelov. Abelov war stärker als der Sohn und die Tochter und es brauchte die vereinte Kraft der mächtigsten Sith und Jedi aller Zeiten, nämlich Qui-Gon und Luke, um sie zu besiegen. Sie stürzte einst auf einem Planeten ab, wo die einen lebten und badete im Becken des Wissens und trank aus dem Brunnen der Macht, wodurch sie zu einem der mächtigsten Wesen wurde, was nur vom Sohn und der Tochter vereint gebändigt wurde und somit auch zur Mutter der einen wurde und halt auch fast so stark wie der Vater war. Auf Platz 2 der Vater von Mortis, er ist so stark wie der Sohn und die Tochter gemeinsam, ist mächtiger als Abelov, nur der Auserwählte hätte ihn übertreffen können. Ja, das ist glaube ich auch selbsterklärend. Und auf Platz 1, viele kennen sie nicht, ich finde sie sehr weird, die Bethlehem-Geister. Das sind transdimensionale Wesen mit einem kindlichen Geist, die je nach Belieben Raum und Zeit verändern können und jenseits der linearen Zeit sind. Sie können Materie manipulieren und können jede Form annehmen, die sie wollen und Kopien von sich selbst kreieren. Sie können auch Herzen in Diamanten verwandeln, was den Tod der Person zur Folge hat. Sie erschufen sogar indirekt Abelov und sind so ziemlich omnipotent und overpowered. Janne ist klar, Legends. Janne ist klar. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was alle gegen Disney haben. Alle machen aus Lucas einen Propheten, der, by the way, mit dem Expanded Universe gar nichts am Hut hat und sich nicht wirklich dafür interessiert und allgemein so viele Falschaussagen tätigt. Und insgesamt ist sein Werk durch weitere Autoren und Story Director, die richtige Entscheidungen getroffen haben, gerettet worden. Allerdings hat Luke schon viele Fehler gemacht und ey, ganz ehrlich, nichts gegen Georgie, aber der Bro ist definitiv kein Prophet. Ich bin ihm wie jeder von euch dankbar dafür, dass er dieses geniale Universum geschaffen hat, aber die Fehler ignoriere ich trotzdem nicht. Und ganz ehrlich, unter Disney, unter dem neuen Kanon, wurde gerade Powerscaling unter anderem so viel besser. Und während ich bei der Top 21 zu den mächtigsten kanonischen Charakteren Spaß hatte, war diese Liste nervenaufreibend und wirklich sehr unlogisch strukturiert. Allerdings habe ich mich hierbei strikt an Fakten gehalten und mehr oder weniger danach, was hier insgesamt am meisten Sinn macht, zumindest in Universe, auch wenn es wie gesagt an sehr vielen Stellen widersprüchlich ist. Ich meine, ich persönlich würde beispielsweise Windu stärker sehen als Dooku, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Auch Vader müsste viel stärker sein, wie er es im Kanon ist und so weiter und so weiter. Aber Wayo, danke fürs Zuschauen und nochmal danke an Julian für die Hilfe. Sorry, dass ich dich mit dieser Liste nerven musste und auch sorry an alle, die ich mit dieser Liste genervt habe. Nichts gegen Legends, aber es ist wirklich anstrengend. Abonniert den Bro. Sein Kanal Vaders Faust wird auch am Ende verlinkt. Checkt gern, falls ihr es noch nicht getan habt, die Liste zu den stärksten kanonischen Charakteren aus. Schreibt mir eure Liste in die Kommentare. Natürlich könnt ihr auch nach Bauchgefühl urteilen. Meine Liste nach Bauchgefühl wäre hierbei auch eine andere. Eher wie die im Kanon. Naja, ein wenig anders natürlich schon.
Aber gut, damit bin ich raus. Habt einen schönen Tag, genießt den Sommer, möge die Macht mit euch sein.